Was willst du jetzt wissen? Es ist auch nicht anstrengend, weil du mit der Schwimmung bist. Ich will wissen, wie, wie anstrengend ist es denn, auf so einem Board zu paddeln, im Stehen? Also gegen die Strömung war es anstrengender, mit der Strömung ist es eigentlich ziemlich entspannt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt an diesem Moment schadenfreudig sagen, schaut den Timo an, der Timo ist nass, der Timo ist ins Wasser gefallen. Ja, aber ist er eben nicht, ne? Seine Haare komplett trocken, der Oberkörper auch fast. Dafür bin ich, der eigentlich trocken bleiben sollte, total nass. Es ist zum Kotzen, ja, wir waren beim Stand-Up-Paddling. Es macht mega viel Spaß. Timo hat es ausprobiert, ich wollte eigentlich nur darüber berichten. Ja, und wie es am Ende gelaufen ist, das seht ihr hier. Timo, mal ganz kurz, Stand-Up-Paddling, wie war das? Es war sehr gut, lohnt sich auf jeden Fall, einsteigerfreundlich, sag ich mal, wenn man die Strömung runterfährt. Ansonsten macht es sehr Laune. Carina, du hast uns diesen Entdecker-Tipp geschickt. Wie hat sich Timo angestellt fürs allererste Mal? Also ich finde super. Also er ist am Schluss doch noch ein bisschen nass geworden, aber... Ich habe es nicht geschafft, ihn ganz nass zu machen. Nee, aber dafür du selber. Das war doch der Plan, oder? Von uns. Wir sinken, Nico. Okay. Muss ich mich jetzt hinstellen? Ich will nicht. Mit deinen Knien erstmal. Der eine links paddelt, der andere rechts und wirklich gleichzeitig so ein bisschen... Alter! Was ist denn los mit dir? Scheiße! Ja? Stehst du schon? Nein. Nee, bleib mal auf dem Knie. Ist vielleicht besser so. Ah, oh, das Wasser ist arschkalt! Weißt du, total einfach... Oh, vergiss es! Dein Paddel! Vergiss es! Dein Paddel!